Herzlich willkommen, liebe Motorsportfreunde aus der Sprecherkabine, zum ersten Video zu Formel 1 2021. Wir starten heute in eine hoffentlich spannende Karriere bei Williams und schauen mal, wohin die Reise geht. Das alles tun wir nicht alleine, sondern zusammen mit dem Delo. Lasst uns als allererstes die Formalitäten abklären. Die erste Folge war quasi ein Techniktest, ob das alles so klappt, wie wir uns das wünschen. Änderungen wurden für die zweite Folge schon getroffen. Also zum Beispiel auch die Mikroqualität, die haben wir schon mal verbessert. Wir fahren 50% Rennen auf der KI-Schwierigkeit 80. Ich teilweise ohne Fahrhilfen, Delo noch mit. Wir haben uns entschieden, dass wir 16 Rennen pro Saison fahren. So können wir pro Saison genügend Abwechslung reinbringen. In der heutigen Folge gibt es ein Blitzquali. Das war nicht so beabsichtigt und ist auch schon gefixt worden. In Zukunft fahren wir eine große Quali-Session. Während ihr hier noch ein paar Highlights von Training seht, kann ich euch jetzt schon sagen, dass wir durch eine Kollision mit Mazepin eine 5-Platz-Gridstrafe erhalten haben. Das Ganze wird regelmäßig auf Twitch gestreamt und die Highlights hier hochgeladen. Das heißt, wenn ihr das volle Paket Rennwochenende sehen wollt, folgt unbedingt dem ersten Link in der Videobeschreibung. Gerade die Trainingssessions sind sehr zu fehlen, da wir dort über alles Mögliche quatschen. Und jetzt gehen wir ab, runter an die Strecke zum Blitzqualifying. Auf geht's! So, herzlich willkommen zum allerersten Blitzqualifying. Auch hier auf YouTube. Eigentlich sollte das ein normales Qualifying werden, aber scheinbar hat das Spiel das nicht so übernommen. Und hier sehen wir uns noch selber. Und ich denke mal, wir werden auf Mediums fahren. Ganz einfach, weil ich eh schon die 5-Platz-Grid-Strafe habe. Die ist im Training dazu gekommen. Das erkläre ich jetzt für die Leute auf YouTube. Nur mal ganz kurz. Vielleicht zeige ich euch auch hier kurz den Vorfall, der passiert ist. Aber naja, wir gehen jetzt erstmal ins Qualifying. Und wir werden da wahrscheinlich beide die Fresse halten. Jupp, mein Spieler kurz geruckelt und nach rechts gezogen. Ach, holy shit. Ich hab's unter Kontrolle gehalten. Also geruckelt hat's tatsächlich bei mir auch, aber nicht nach rechts gezogen. Das ist aber generell eine Kinderkrankheit bei denen. Erzähl ich gleich. Muss ich gerade konzentrieren. Wir müssen uns gerade beide konzentrieren. Fuck, da ist wieder! Dass mein DRS einfach keinen Sound gemacht hat. Ich genau in dem richtigen Moment geöffnet habe. Okay. Und da habe ich es direkt wieder ausgemacht, weil ich halt keinen Sound gehört habe. Das hatte ich noch nie. Hab ich hier schon ein paar Mal in dem Spiel. Okay, ich bin zufrieden. Ich habe eine Kurve nicht perfekt genommen. Relativ am Ende. Hat mich ein bisschen geärgert. Was? Was denn? Als ob du auf 5 bist. Ja, eine 1.28.9 gefahren. Ich glaube, Perez hätte ich nicht bekommen. So schnell war ich nicht. Das hat mich nicht so viel gekostet. Bin kurz vor der vorletzten Geraden da aus den schnellen Kurven. Wo habe ich denn so viel zu... Ach gut, ich fahre auf Mediums, ne? Das ja, okay. Das einrechnen. Ne, aber trotzdem, wie viel Zeit hast du denn verloren? Ich hatte keine schlechte Zeit. Oder ich hatte nirgendwo einen Schnitzer drin. Du warst jetzt 3 Sekunden langsamer. Ich hatte keinen großen Schnitzer drin. Okay. Ja, nee, ich starte wohl auf 5. Ich werde am Start so aufgefressen. Oh mein Gott, das wird übel. Am Start ist du wohl doch als Letzter. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet. Der Finne startet von der Pole.
vor Max Verstappen, der bist du ready? Zwei starten wird. Ich sehe gerade das Starting Grid. Achso. Hamilton, Perez. Sorry, ich habe das übersprungen, dann die Streckenansicht. Vettel. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt auf Rennen starten klicke? Hast du dann nur noch 30 Sekunden Zeit? Fernando Alonso, wahrscheinlich. Esteban Ocon und Tsunoda, Raikönen, Leclerc. Aber ich muss ja eine Sache sagen, ne? Ich finde, die Models sahen letztes Jahr besser aus. Und der einzig wahre. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit zur Strecke. Bei mir steht SP1, ja. Okay, vielleicht kriegen wir das auch noch gefixt irgendwie. So. Ich glaube, das kriegen wir nicht gefixt, weil das einfach so. Wie lange fahren wir? 29? Ne, 27 Runden. Ne? 29. Boah, dann nehmen wir 29,5. Ne, ich fahre nicht soft, hart. Ich fahre medium und. Oh, medium und hart? Du kannst medium hart fahren? Ich kann medium und hart fahren. Welche Runde würdest du reinkommen? In der 13. Ja, das würde bei mir passen, da würde ich nicht boxen wollen. Fährst du soft, medium oder was? Ja. Soft, hart oder was? Nee, soft, medium. Soft, medium, okay. Ich könnte auch theoretisch soft, medium, medium fahren, wenn du 2 Sekunden langsam hast, aber ich glaube, ich mag die roten Reifen lieber. Nee, wir fahren auf medium und hart. Alright. Sag Bescheid. Jawohl. Dann starten. Okay. Okay, wir haben aber eine Einführungsrunde. Jetzt habe ich doch wieder meine normale Lackierung. Gerade in der Cutscene hatte ich die Multiplayer-Lackierung. Also hier von. Wie hieß er? Ja, erstmal die Perez überholen. Müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Perez überholen und dann fast rausdrehen. Das ist richtig. So, ne? Mach ich gleich genauso. Ja, hör mal, du kannst gerne 19 Fahrer abräumen, solange du mich nicht dabei abräumst. Okay. Los, Perez, fahr mal vorbei. Ah! Perez, fahr mal vorbei! Nein, halt nicht. Alter, was macht ihr denn da? Ich wollte Perez vorbeilassen wieder. Aber der hat sich so gedacht, nee, ich fahr nicht wieder vorbei. Ja, meine Reifen dürften jetzt brennen wie die von Verstappen heute. Verstappen hat sich übrigens auch nochmal über die Strafe aufgeregt, wenn du das eben nicht mitbekommen hast, wie ich das vorgelesen habe. Nee. Verstappen hat getweetet, er findet die Strafe lächerlich. Ja, ist ja richtig so. Das ist pure Absicht gewesen. Sehe ich ganz ähnlich. Und wenn man das jetzt so durchlaufen lässt, dann stellt man Rekordgeilheit und Sensationsgeilheit über Menschenleben. Denn das hätte auch tödlich enden können heute. Statement gesetzt, tut mir leid, stehe ich voll und ganz hinter. Das war grob fahrlässig. Und das kannst du nicht einfach nur mit 10 Sekunden machen. Das war kein Rennunfall. Oder das war pure Absicht. Das zeigt für mich leider, was Mercedes dann doch für schlechte Verlierer sein können. So, jetzt konzentrieren wir uns auf was Wichtiges, Relevantes. Oh, guter Start. Ich verliere zwar auf der Straight wieder auf Hamilton und Verstappen und so, aber. Nee, Hamilton, du ziehst nicht nach außen weg, wenn ich neben dir stehe. Kollision mit Hamilton verursacht, ich hab dich nicht mal berührt. Nein!
Das sieht nicht gut aus. Ich sehe da einen blauen Punkt auf der Karte liegen. Ist der Flügel ab? Nee, nix. Okay, das ist ja dann zum... Alter. Ricardo. Okay, fahr vorbei. Wenn er mich in Kurve 8 überholen will, fahr vorbei. Ich muss auch dazu sagen, ich habe Kurve 7 nicht gut genommen. Nee, das Problem war einfach, ich war vollkommen verunsichert. Du musst dir vorstellen, ja, ganz normaler Start, ja. Und auf einmal schwärmen da 5, 6 Wagen vor mir aus. 3 nach links, 3 nach rechts. So richtig kampfgeschwadermäßig. Alter, hat ich da einen Muffensausen, dass ich da gleich einfach volle Kanne reinsause. Im Zweifel ziehen die KI gerne nochmal quasi nach außen, selbst wenn die innen angreift. Das ja, die sind alle ausgeschwärmt. Ja. 6 Autos. Also ich werde mich nicht auf Dauer hier gegen Norris verteidigen können. Das werde ich auch wahrscheinlich nicht versuchen, weil ich mir damit nur meine Reifen kaputt mache. Nein, du kannst sie aber aufhalten. Mach ich doch schon. Also Ricardo fährt von mir weg. Ich komme zumindest wieder zurück ans Pack dran, so wie es aussieht. Ja gut, werden ja auch hinter mir aufgehalten hier teilweise, ne? Also ich sag mal so, ich bin noch 8 Sekunden hinter Mazepin, aber... Ich gebe mein Bestes. Gefühlt komme ich Kurve um Kurve ran. Wobei, Ricardo kommt gerade... Ja doch, der kommt gut weg. Wobei, vielleicht komme ich ins DRS-Fenster. Heute ist einfach nicht mein Tag. Hardcore verbremst in Kurve 1. Oh, da gab es einen Unfall. Alles gut. Da gab es einen Unfall, Alfa Romeo ist langsam gewesen. Alfa Romeo ist immer noch sehr langsam, der bleibt am Rand stehen. Ich habe mich rausgedreht. Gelbe Flagge. Ich bin raus. Jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Oh, fucking hell. Was, komplett? Ja. Auf der Strecke, aber ich habe mich gedreht und irgendwer ist mir den Frontrad abgefahren. Scheiße. Ja, Raikön. Raikön ist auch raus. Oh, das ist ganz gut. Oh Gott! Ah! Die Rennleitung hat das Mazepin. Mehrere Autos auf der Strecke zum Stehen. Was, Mazepin? Mazepin ja. Hatte ich rausgehört, das steht da mit. Ja. Und ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht den Reifen kaputt gefahren, weil ich bin durch Debris gefahren. Und so Conn hat eine schwere Kollision mit Giovinazzi verursacht. Ah, Mazepin kann doch weiterfahren. Okay. Stell ich jetzt schon auf hart? Nee, ne? Nee, auf keinen Fall, das kannst du nicht durchfahren. Wenn du jetzt an die Box fährst, fährst du auf Soft raus. Ich nutze halt eher jetzt mal die Chance. Da steht der nächste. Naja, nee, es ist Safety Car. Ja, wundert mich nicht so, wie ich da rausgeflogen bin. Ja, du stehst mitten auf der Stanze, mitten auf der Strecke. Du kannst natürlich auf hart wechseln und dann gleich immer auf Softs raus. Am Ende. Nee. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal draus, um mir ein bisschen Puffer zu holen. Okay, Track Position. Oh, das ist so belastend, das war so gut.
Das ist echt belastend. Aber ey, du hast mich wieder angebracht. Gutes Teamwork. Mann, Alter. Das regt mich echt auf. Aber du hast dich gedreht und der ist dir dann reingefahren, weil... Ja, ja, ich habe mich gedreht, stand halt halb auf der Strecke und ist mir irgendwer reingefahren. Ich hab keine Ahnung, ob's... Kann eigentlich nicht Mazepin gewesen sein, weil der müsste zu weit hinten gewesen sein. Ich war ja, ja noch auf 5. Also Mazepin stand auf jeden Fall vor dir. Ja, es gab ja noch eine Kollision zwischen Ocon und Giovinazzi, ne? Okay. Da haben ja beide irgendwie eine 5-Sekunden-Strafe oder so bekommen. Ja. Tsunoda, Schumacher und Gasly haben auch nochmal eine 5-Sekunden-Strafe, weil die haben die gelbe Flagge ignoriert. Hm. Ja. Das müsste ich mir nachher in der Wiederholung mal anschauen. Toll! Ich bin unterm Safety Car in Sektor 2 schneller als vorher. Boah, ist das behindert, Alter. Ja, wie, du fällst so weit zurück, Junge, ich bin doch noch gar nicht da. Jetzt muss ich mein ERS anwenden, damit ich... Das ist eine Frechheit, ey. Jetzt muss ich mein ERS anwenden, um früh genug am Train zu sein. Schließen wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denkt daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Das 150 Meter Bremsschild braucht eh keiner, das war hässlich. Oh, das regt mich halt echt auf, weil das echt gut war. Ich weiß halt immer noch nicht, wo du die 1,28 hergenommen hast. Weiß ich auch nicht. Also meine Runde eben, vorm Safety kam eine 1,32. Ich weiß nicht, was du da gefahren bist. Müsste immer noch deine beste Runde sein. Okay, erhöhe das Tempo. 1,39. Uff, ach, du hast hier hast dich in Runde 2 auch gedreht? Ja. Ah, okay. Ich hoffe, das ist jetzt kein dauerhaftes Safety Car, das haben sie halt nicht mehr gefixt. Du, ich hab nichts dagegen, als Vierzehnter das Ding zu beenden. Ja, also wenn das ein dauerhaftes Safety Car ist, dann können wir die Session neu starten. Okay, nee. Safety Car in this lap. Diese Mitteilung kommt doch immer so früh. Sobald man den letzten Sektor betritt. Das ist teilweise echt nervig, wenn der letzte Sektor verhältnismäßig kurz ist. Ja. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Hätte ich das gewusst, hätte ich mal ein bisschen weniger Benzin mitgenommen. Und. Restart von Verstappen. Bottas und Hamilton dahinter. Haben aber erstmal so keine Chance. Norris, mach den Scheiß jetzt! Der schert auch noch aus! Vorne passiert gar nichts! Wow! Was ist denn? Alter, Junge! Alter, fick dich, Mazepin! Dafür können wir eine Strafe kriegen, Alter! Dangerous Driving! Fick dich! Ob ich das noch sehe, wenn ich jetzt einen Stream anmache? Nee. Der ist voll da reingeschossen. Der ist mit 200. Der hat eine Gefahrenbremsung in der Kurve gemacht. Die zwei McLaren waren schon grenzwertig. Aber Mazepin, typischer Mazepin halt leider. Weil sonst wäre das okay gewesen, sonst wäre ich halt. Aber dadurch, dass ich so zur Seite gehen musste, weil der plötzlich von rechts angeschossen kam wie so ein Torpedo,
Ich ärgere mich so hart gerade. Dass ich daraus mich rausgedreht habe. Ja, ich ärgere mich auch jetzt über den Scheiß hier. Ja, gut, aber du kannst wenigstens weiterfahren. Du bist noch im Rennen. Ja. Nachdem ich schon zweimal raus war. So ein Gefühl. Na, du holst ja wenigstens stetig auf. Warum sind Leclerc und Perez auf 15 und 16? Weil die an der Box waren. Ah. Glaube ich. Ah ja, okay, macht Sinn. Ja, ja, die sind nur zwei Runden alt, die Reifen. Ich hasse diesen Wagen, ne? Der ist so unstabil. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 16,7 Sekunden. Bahrain war mal so eine schöne Strecke. Ich finde die Feste sich immer noch sehr schön fahren, aber... Ich glaube, da habe ich den Curb rechts mitgenommen und habe mich deswegen dann rausgedreht in Kurve 8. Das war echt blöd. Aber ich glaube, Matze versteht jetzt, was ich meine. Jetzt, wenn ich keine Fehler machen würde, könnte ich locker auf 95 wahrscheinlich fahren. Wenn ich aber mal mich auf 5 qualifiziere in dem Williams. Frech, Alter. Absolut verdient. Deswegen bin ich auch erster Fahrer. Ja, ja. Ne, Qualifikation auf 5 und Qualifikation auf 20. Und ich habe mich nur einmal gedreht und nicht dreimal. Ich bin noch im Rennen, und du? Ich wurde ja auch rausgeschmissen. Ja, nachdem du dich gedreht hast. Ja, ich kann nichts dafür, dass mir irgendwer reinfährt. Ja, aber du hast dich gedreht, dafür kannst du was. Gut, kann ja auch niemand hier reinfahren, wenn du dich als Letzter drehst. Ja! Clever drehen. Ach so, clever drehen. Du übst schon mal die Donuts für dann in 2 Jahren, meinst du? Wenn ich die Fahrermeisterschaft hole und deswegen die Konstrukteursmeisterschaft gewinne. Ja, ja. Oh, da ist aber ein Alfa Romeo langsam. Ja. Yep. Antonio Giovinazzi. Du holst gerade richtig hart auf den auf. Auf der Geraden 2 Sekunden gut gemacht. Ja, der wird ja auch gleich retiren. Weiß ich nicht, der fährt jetzt wieder ganz normal seine 300. Oh, da kommen die ersten zum Boxenstopp. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlässt. Frage, wo kommen sie raus? Ah, das ist ja easy mit der Lücke bei dir. Wobei, du kommst jetzt wieder in den Verkehr. Viel Spaß gegen die zu fahren, bei denen ich mich qualifiziert habe. Wobei, Stroll und Sainz waren ja langsam in der Quali. Das Auto wieder unruhig. Hm, hab man gesehen. Die Vordi fahren übrigens alle soft, soft, medium. Wahrscheinlich. Was Leute angeht, die die gleiche Strategie wie du fahren, ist Leclerc der Nächste, der ist auf P11. Und du bist 16 Sekunden hinter Leclerc. 1,
Die nächsten kommen zum Box mit Bottas und Vettel. Und also wieder Verkehr geben bei dir. Wobei ich das bezweifle, die fahren jetzt schon wieder raus. Zum Bottas auf keinen Fall, mit Vettel könnte wieder knapp werden. Nur damit Führungskilometern. Und das war's für dich. Oh, du hast den Wagen noch gefangen? Wenn ich mich da raussehe, fliege ich immer in die Barrikaden. Da habe ich mich nämlich im zweiten Training schon verabschiedet einmal. Das war nicht ganz so angenehm. Also langsam solltest du Verschleißerscheinungen wahrscheinlich am Reifen bemerken. Noch. So raus ich hier 4 Runden bis zum Boxenstoppfenster. Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,1 Sekunden. Ich war jetzt gerade etwas entspannter mal beim Fahren hier. Ich glaube, du fährst aktuell schneller als Tsunoda, der auf gleich alten Reifen fährt wie du. Aber meine sind mehr gefickt. Das weiß ich nicht. Tsunoda hat auch noch eine 5-Sekunden-Strafe. Kommt noch oben drauf. Also quatsch gerne weiter, ne? Aber ich halte die Fresse, ich muss mich ganz Ja, ja, das, deswegen rede ich ja schon die ganze Zeit. Nicht, dass ich unhöflich sein will, aber wenn ich dir nicht antworte, bin ich gerade. Ja, ich weiß. Ich gebe einfach mal so ein paar Infos durch. Also ich krieg die auch mit, ich bin da super dankbar, aber ich suche gerade ein bisschen was zu reißen hier. Okay. Ich glaube, du fährst ähnliche Rundenzeiten wie Tsunoda auf 1. Du hast, wenn ich mich richtig, sehe, 2 Sekunden aufgeholt auf Vettel in den letzten Runden. Überholmanöver von Norris auf Tsunoda. Ja, kann das aber abwehren. Die nächsten kommen zum Boxenstopp, die auf Softs gestartet sind. Aha. Ja, gut,
Gegen Giovinazzi könntest du fahren. Tatsächlich. Die der wechseln auf hart, die wollen nicht mehr stoppen danach. Der Start war mein Fehler. Der Rest. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für mich nach wie vor grenzwertig. Weil er einfach wie so ein russischer Torpedo rein da reingeschossen ist. Dass er sich dabei nichts kaputt gemacht hat, ist eigentlich frech. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,6 Sekunden. Oh, Ocon will rechts vorbei. Wiederhole, Ocon will nicht mehr stoppen. Giovinazzi hinter dir geht dasselbe. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Du fährst aktuell gegen Vettel, meiner Meinung nach. Vettel ist 17 Sekunden vor dir. Mazepin zum Boxenstopp drin. Wechselt auf hart. Ach scheiße, ich hätte den ich hätte DRS noch von Ocon mitnehmen müssen. Aber schlecht.